Weihnachten dabei sind. Und Herr Iske, Sie als Herausgeber des Buchs dürfen dann direkt schon mal anfangen, darüber zu erzählen, welche Rolle die Mathematik überhaupt in der Klimaforschung spielt und ja, in Ihrem Projekt, wie es überhaupt zu diesem Buch kam. Ja, erstmal seinen herzlichen Dank für die Einladung hier in dieses schöne Forum auf der Frankfurter Buchmesse, das uns die Gelegenheit gibt, nicht nur über unser Projekt zu reden, sondern über ein Thema, das aktueller und spannender und wichtiger ist für uns mehr denn je und auch insbesondere spannend und wichtig für die Mathematik, die dahinter steckt. Es geht hier um Klimaforschung, speziell um Klimaprognosen. Klimaprognosen basieren auf vielen verschiedenen Dingen, unter anderem auf dem Thema unseres Buches, wo es um Energietransfers geht in der Atmosphäre und im Ozean. Und hier kann die Mathematik sehr entscheidend und grundlegend helfen. Diese Kurven zu überschreiten, müssen wir etwas der numerischen Algorithmen, die zu den Computer-Simulationen. Wer aussieht und testen das dann und sehen, was wir für verschiedene Möglichkeiten da aussehen. Und das gibt uns so